Scheiße, abbrechen. Jetzt genau 5.36 Uhr und ich bin auf dem Wege zum Acker und werde da versuchen, heute noch mal was zu reißen. Weitere Infos gibt's ab dem Acker. Ein wunderschönen guten Morgen. Bei mir ist es wieder 5.30 Uhr. Die Sonne ist gerade aufgegangen, sehe ich. Man sieht ja auch meine Sicht, dass ein bisschen Sonne da ist. Ein bisschen Schleierwolken haben wir heute. Und wie ihr seht, ich bin wieder mal auf dem Acker gefahren, weil mir das in Ruhe gelassen hat, dass hier noch was sein kann. Was Schönes. Ein paar Münzen noch vielleicht. Müssen nicht so viel sein wie beim letzten Mal. Also das war schon der Hammer gewesen. Ich freue mich hier heute zu sein, zu dürfen wieder mal. Ich denke mal, wir werden nicht lange schnacken. Wir werden gleich loslegen. Ja, dann bis zum ersten Pfund. So, das erste brauchbare Signal hier heute ist hier. 80, 73, 69. Ja, schwankt ein bisschen. Na ja, mal sehen, was das ist. Buddeln wir mal zusammen aus. Ist draußen. Guck ich mal, was das Schönes ist. Ein Knopf. Ein kleiner Knopf. Aber keine Öse dran. Aber ein Knopf. Gut, den muss ich auch jetzt nicht dicht ranholen, das ist Quatsch. Ist ein kleiner Knopf mit. Hinten ist ein bisschen Stoff noch dran. Vielleicht ist da auch doch noch die Öse dran, ich weiß es nicht. Ich sehe noch die Öse, ich sehe doch noch ein bisschen Stoff. War? Gut, ein kleiner Mini-Knopf. Ganz oberirdisch, würde ich fast sagen. Kurz über der Grasnarbe kann man sagen oder über der Feldkante hier. Ich glaube, hier liegt ein verbogener Rand wieder. Ja, ja, ist sowas. Von einem Pfeifendeckel. Sieht man hier so schön. Der ist zwar geknickt jetzt, aber der sieht noch richtig schön aus und hat Patina. Aber wie gesagt, nicht mit Deckel. Oder hatte ich hier einen Deckel gefunden schon? Ich wüsste ja nicht so genau. Naja, ein Pfeifendeckel, zweiter Fund. Schön. Naja, schön würde ich jetzt auch nicht sagen. Schwankt ein bisschen. Gucken, was das ist. So. Oh, ich sehe was rundet. Das sehe ich schon hier. Ausgegraben, ach, Pinpotter brauche ich ja nicht, wollen die Finger nehmen. Was ist das? Das ist schon mal ein Stein. Also ist das doch nicht gewesen. Ein bisschen Müll habe ich heute auch schon ausgebuddelt. Ah, ein Knopf. Oh. Uiuiui, das ist ein schöner Knopf. Und ihr seid live dabei. Ein Knopf mit einem Adler drauf und einer Krone. Also wenn es da Knopfspezialisten gibt unter euch, schreibt sofort mal in die Kommentare, dass ich weiß, was das für einer ist. Ich werde auch heute nicht allzu lange machen, weil wir haben dieses Wochenende, wo das, ja wissen jetzt, sollen heute wohl irgendwas von 38 Grad bei uns werden. In unserem schönen Brandenburg. Und das wird mir dann halt zu heiß, glaube ich. So, Freunde, wartet mal, jetzt drehe ich das mal um, damit ihr mal sehen könnt. So.
Ich hoffe, ihr seht es. Da ist ein Adler drauf. Und drüber eine Krone. Ich denke mal, das wird was Kaiserliches sein. Kaiserliche irgendwas. Weiß ich nicht. Der, die Öse ist noch dran, ist schön. Schön. So fängt das Sonnen schön an. Schön, das gefällt mir. Also wirklich wie ein schöner Knopf. Hätte ich jetzt auch nicht gedacht, dass ich sowas hier heute noch finde. Ach, was ich erzählen muss. Ich habe mein Coinpad gesucht und nicht gefunden. Da muss ich echt ein neues nehmen. Niegelnagelneues. Das ist noch jungfräulich. Und der Knopf, der ist als allererstes hier drinne. So könnt ihr mal sehen, so sehen die Coinpads aus, wenn die neu sind. Jetzt fliegt das Ding runter weg. Das ist sandig. Naja, mal rüber gehen kann man ja mal. Ja, sieht schön aus. Schöner Knopf. Foto kommt noch, denke ich mal. Mache ich drin. Und Coinpad ist entjungfert. Schon das erste Mal ein bisschen schmutzig und ein schöner, wunderschöner Knopf ist drin. Gut, also, so kann es weitergehen. Muss jetzt nicht unbedingt heute voll mit Münzen sein. Also, mein Bedarf ist erstmal wieder gedeckt worden mit Münzen. Das war letztes Mal richtig schön gewesen, das hat mir richtig gefallen. Und dann die schönen Münzen da gefunden. War schön. Gut, ich würde sagen, wir machen weiter. Und lang wird es heute nicht sein. Also, es wird ein kurzes Video, das kann ich euch schon mal sagen, weil die Wärme dann irgendwann kommt. Das waren jetzt gerade mal so, ich glaube 20 Grad waren schon gewesen gerade. Und ja, wird mir sonst zu heiß. Das ist ganz einfach so. Klipp und klar, war. Gut, also deswegen bin ich so früh hier. Nur für euch und für mich natürlich auch. Und wir legen, machen weiter, nicht legen los. Gut, also ich mach weiter. Soll nicht tief sein, 64 oder so. Soll nicht tief sein, soll hier irgendwo liegen. Hier. Genau da. Aber doch ein kleines bisschen tiefer. Da haben wir diesmal. Ein Stücke irgendwas. Das kann mal eine ein Haardingsbums gewesen sein. Hier so eine. Ah, wie sagt man dazu? Ein Haarkamm. Wartet mal. Das war mal ein alter Haarkamm. Ja, mal sehen, vielleicht finde ich ja noch ein paar Teile davon. Also sieht aus wie zerbrochen. Da müsstet ja noch mehr geben von. Gut. Ein Haarkammteil. Verziert ist es nicht. Ist ein Stoff, also es ist nicht altes, denke mal auch so um 19. Jahrhundert oder so. Was Neuzeitliches. Wieder Meter gelaufen. Nächstes Signal. 84, 86, 85, 86. Richtig super Signal. Sozusagen. Soll noch drin sein. Gucken wir doch mal. Also Leute, kann ich sagen, die Hitze zur Zeit ist ja bei uns, ist ja richtig schlimm, wa? Es soll ja irgendwann, soll es Montag oder was? Wir haben heute Sonntag und Montag soll es ja ein bisschen abkühlen bei uns. Soll es Regen geben, soll heute noch Regen geben. Ey, das ist ja unmöglich, die Wärme zur Zeit. So, jetzt gucken wir jetzt mal nach, was wir hier haben. Hier soll es sein. Oh, was klingelt halbrundet so? Was ist das? Was verziert das? Das war bestimmt auch mal. Das war mal ein Manschettenknopf oder irgendwie so. Da hole ich mal den an der Kamera raus. Und zwar hier ist der Knopf. Sieht man ein bisschen verziert ist er. Ja. Denke ich mal.
dass man das erkennen kann. Die ganze Sache. Aber das ist doch erstmal eine einigermaßen gute Lösung, war mit der Kamera, dass man dicht ranholen kann, wenn es mit dem Handy halt nicht funktioniert. Also bei mir funktioniert es nicht. Gut. Schön. Ein schöner Knopf auf der schönen Wiese. Naja, so ein Restteil ist das halt, wa? Viel ist noch nicht drin. Der nächste Knopf drin. Gut, also ich mal weiter. Kicken, was wir noch finden heute, Schönheit. Nächstes Signal. 57. Ob sich das lohnt zu buddeln, weiß ich jetzt nicht. Aber es liegt halt, ist sehr laut, liegt halt oben. Nicht so tief, brauche ich gar nicht so tief buddeln. Jetzt sehr laut ist. Ach, da sehe ich schon was liegen. Aha, ich sehe gerade, das ist ein, das nächste Teil von dieser Haar-Dingsbums-Geschichte. Und hier sieht man was drauf. Hier sieht man was drauf. Kann man was erkennen? Ich glaube, da hole ich mal die kleine Kamera raus. Ich mache aber erstmal das Coinpad nass. Also das Coinpad hole ich raus und mache das Ding nass. So, jetzt wird es das erste Mal so richtig eingemoddert, das Coinpad. Naja, was zu erkennen ist auch nicht so wirklich. Ich mache euch ein Foto, da seht ihr, glaube ich, das besser. Also ein Stück Haarnadel, sag ich schon. Haarreif. Kamm, Haarkamm, ist ich. Mache ich mal hier rein und dann machen wir weiter. Ja, das ist heute der Tag. War das heute? Ich glaube, letzte Woche um die Zeit, da habe ich schon fast alle gefunden gehabt. Jetzt haben wir genau 7.10 Uhr. Jetzt bin ich fast an 1 Stunde hier. Kurz nach 5:30 war ich hier gewesen. Kurz vor, so ungefähr, kurz nach 5:30. Gut, ich drehe um und auf die nächste Bahn. Hier habe ich das nächste Signal. Genau bei dem Fleck, da sehe ich aber auch schon was liegen. Genau da an der Spitze von der Kamera. Von der Schippenspitze. Liegt irgendwie so ein irgendwas. Was ist das? Ein Druckknopf, aber ein verzierter schöner. Das könnte ja Silber sein. Ich weiß es nicht ganz genau. Da muss ich mal wirklich durch die Kamera rausholen, die kleine. Das zeige ich euch mal. Ich hole mal erstmal das Coinpad raus. Machen wir die ganze Sache sauber. Da ist eine Blume drauf zu sehen. Ich weiß nicht, ob das ein Manschettenknopf ist. Ich habe von sowas keine Ahnung, so wirklich. So, dann hole ich mal die kleine Kamera raus. Kann man da was erkennen drauf? Also ich sehe ein paar Blumen. Da ist es zusammen gemacht. Das ist ein alter Druckknopf, ist so die erste Generation von Druckknöpfen, die ich damals hier habe. Aber sieht doch fetzig aus, oder? Kann man doch nicht meckern. Für den Anfang doch nicht schlecht. Ja, aber Silber ist es doch nicht. Weiß, was für Material das ist. Kann ich nicht deuten. Machen wir den hier vorne drin. Gut, kleiner Knopf gefunden. Also, was sind nur Knöpfe hier heute? Kann ja wohl nicht wahr sein. Naja, ein bisschen mache ich ja noch. Gut, ich würde sagen, machen wir weiter. Jetzt soll ich hier ein Signal haben, hier irgendwo in die Ecke. Ist wohl ganz fett, also 80 und nicht tief. Eigentlich nicht tief. Hier. Da. Hat rundet. Das war mal eine Mark gewesen. Da steht drauf JW. JW, ich kenne einen, der heißt so JW. Das ist ein Kumpel von mir. Da steht JW drauf. Ist ja interessant, ist ja geil. Guck mal die Kamera raus. Kann man das sehen? Ja, oder?
denk mal, JW. Josef Wilhelm. Josef Wilhelm. Andere Seite ist eine Strophe, da sieht man nur das durchdruckte. Was kann das sein? Eine Marke irgendwie oder? Weiß ich auch nicht. Was das mein Wesen ist. Aber hat ja ein Schnee scheppert. Naja, sieht erstmal aus wie eine Münze, wa? Von der Größe her eine große Münze. Ich habe erst gedacht, eine Münze, wa? Aber da habe ich dann die Buchstaben gesehen. Aber ist alt eingestanzt. Das ist nicht moderne, sag mal, aus der DDR-Zeit oder frühen. Aber das könnte schon, ja, 18. Jahrhundert könnte das schon sein. Denke ich mal. Gut. JW. Ja, jetzt mache ich doch glatt mal echt die Kamera an. Da habe ich mal wieder nach langer Zeit mal wieder ein schönes Signal. Und hoffe mal, dass das was Schönes ist. Ey, ich habe jetzt echt nur Müll ausgebuddelt. Die letzte Zeit. Schon ein bisschen Lust verloren. Hier habe ich jetzt. Was ist das denn? War mal irgendwo dran gewesen. Eine Feder, schön verziert. Ah, was ist das? Eine Gabel, eine alte. Weiß ich ohne, aber hier ist ein komisches Teil. Ja, mal ein kleines Erfolgserlebnis. Und zwar habe ich mal wieder eine Schnalle gefunden. Die war richtig tief gewesen hier in dem Loch. Nicht live gegraben, weil das Signal, ja, war schlecht gewesen, aber immer gut trotzdem noch, ja, also vom Klang her. Ja, der Mittelstück ist weg, aber die eine schöne Verzierung. Leicht verbogen, ich denke mal, dass sie einen Schlag weggekriegt hat hier oben und dadurch leicht verbogen ist. Naja, eine Schuhschnalle oder irgendwas anderes, sieht super aus. Mal ein kleines Erfolgserlebnis wieder. Ich habe schon ja keinen Bock mehr gehabt. Jetzt. Ich habe gedacht, jetzt packe ich ein, fahre nach Hause. Bloß die Sonne wird auch schon immer stärker. Ist schon ganz schön warm. Gut, eine Schuhschnalle. Nach 4 Stunden habe ich jetzt meine erste Münze gefunden. Das hatte ich letzte Mal schon 3-mal drin gehabt. Da habe ich 5 gefunden in der Zeit. Aber auch nur ein Zinker. Ach, ist das scheiße. Darf man eigentlich sagen, scheiße? Ich sage halt einfach, war. Scheiße, kein Fliegen hier. Ja, ein Zinker. Drittes Reich, denke ich mal. Kann jetzt gehen. Ja, doch, kann ich sehen. Es ist ein Hakenkreuz zu sehen. Von wann, weiß ich jetzt nicht. Das ist ganz schlicht zu sehen. Aber ist ein Zinker, 10 Pfennig. Deutsches Reich. Nach dem ganzen Bullen hier heute und den alten Knöpfen habe ich eigentlich mal einen modernen Knopf gefunden. Und zwar ein Wehrmachtsknopf. Das ist ja nun alles andere, was ich hier vermutet hätte. Aber, wie man sehen kann, den gibt es hier hoch. Und der ist noch richtig gut erhalten. Ja, ein Wehrmachtsknopf. Schön. Den kann ich ins Coinpad mit drin schmeißen. Ein bisschen was ist ja nun heute schon drin, aber eigentlich auch nur Müll. Wir geben uns damit zufrieden. Wenn wir eine Standard finden, dann finden wir halt eine Standard. Ist ganz normal, ne? Gut, dann mache ich weiter. Vielleicht buddel ich ja noch was anderes Schönes los heute. Mal kicken. Immer Löcher schön zumachen. Habe ich dem Bauern ja versprochen. Weiß er auch. Ich habe auch gestern mit meinen anderen Bauern zusammengesessen, mit meinem Kumpel. Weil ich bei mir Geburtstag war. Er hat mir erzählt, dass es bald losgeht mit der Ernte. Und dass ich wieder auf die Felder rufen kann. Gut, also machen wir weiter. Er zeigt nochmal ein schönes Signal. 76, 75, 76. Aber ich glaube, es wird das letzte hier werden bald. Ich habe halt die Schnauze voll. Das ist sehr heiß geworden hier. Ja, 75. Wird doch nicht so tief liegen. Aber ich buddel ja immer ein kleines bisschen tiefer, ich habe schon 20 Mal gesagt. Ach, ich sehe schon was liegen.
Ich sehe schon was liegen. Und ihr habt es live gesehen. Da, wo ich meinen Finger habe, im Schatten. Genau da. Da sehe ich was rundet. Kann natürlich auch ein Knopf sein. Ich weiß es nicht. Also, ich hätte fast gesagt, das ist mir egal, das ist langsam. Aber wir gucken mal. Ich erkenne nicht mal einen Pinpoint da. Nee, das ist eine Münze. Das ist eine Münze, weil die so dünn ist. Das ist eine Münze. Ich habe endlich eine vernünftige Münze gefunden. Jetzt bin ich hier, genau, also weggefallen. Genau, 4,5 Stunden. Die erste Münze. Ich bin jetzt auch ein bisschen, muss man sagen, abgedriftet, weil ich dann mal geguckt habe, wo der Weg eigentlich lang ging, der Handelsweg. Also hier ging mal ein Handelsweg lang, sonst würde man so eine Sachen hier nicht finden. Weil ja viele fragen, woher ich das weiß und alles. Da muss man sich erkundigen halt. So, jetzt hole ich mal das Coinpad raus und dann die kleine Kamera, weil jetzt lohnt sich das. Ich habe endlich eine vernünftige Münze. Ich werd wahnsinnig. Alter, hier zum Schluss heute. Alles wirklich zum Schluss. Sehr, sehr, sehr heiß. Sehr heiß ist es. Ich sehe noch nichts. Ich sehe noch nichts drauf. Weil es sehr schmutzig ist. Aber es ist kein Silber, glaube ich. Ist eine Krone drauf zu sehen. Zeichen irgendwie. Also ich kann nicht drauf erkennen. Also da brauche ich auch nicht euch dicht dranholen. Ich werde euch dicht dranholen, wenn ich die Münze zu Hause sauber machen werde. Oder gemacht habe. Dann werde ich euch dazu holen. Das wird ja jetzt gerade geschehen. So, ich hoffe, man kann ein bisschen was erkennen. Und zwar handelt sich das hier um 1 Pfennig 1819. Die Seite habe ich schön erkannt gehabt, wo ich die gefunden hatte. Und ich hoffe mal, man kann es einigermaßen erkennen. Ja, 1819 ist die Münze. Ist eine 1 Pfennig, denke mal so eine Art Scheidemünze wird es sein. 1 Pfennig Scheidemünze, denke ich mal. Und dann sehen wir uns gleich weiter. Also das muss ich hier noch einmessen alles. Und dann ja, sehen wir uns gleich wieder zu Hause. So Leute, ich hau jetzt ab. Mir ist das einfach zu warm. Ich breche jetzt hier ab. Wir haben jetzt 30 Grad. Ich habe angefangen mit 20 Grad heute Morgen um 5:30 und jetzt haben wir 10 Uhr. Das ist mir einfach jetzt zu warm. Ich breche jetzt hier ab. Ich habe wenigstens eine gute Münze gefunden. Jetzt wirklich zum Schluss und da bin ich auch volles Mutes, dass ich abbrechen kann. Sonst hätte ich noch weiter so, bis ich eine gefunden hätte. Aber ich habe wenigstens eine gefunden. Mal gucken, was das für eine ist. Ich weiß es noch nicht. Ihr wisst es vielleicht schon. Auf jeden Fall. Und liked und teilt den Kanal, das Video natürlich auch. Und ich hoffe, wir hören uns, wir sehen uns demnächst, wenn es wieder heiß geht, sondeln. Also liken, teilen, kommentieren und abonnieren. Ich bin fertig jetzt, wirklich. Ich gehe jetzt nach Hause duschen und dann leg mir nochmal ein Bett. Also macht's gut, haut rein, tschüss.